Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von EEP mit der Reichsbahnanlage. Ich habe jetzt zumindest mal ein paar Wagen schon mal mit einem Update versehen. Das kann ich ja schon mal hier bei den Städte-Express-Wagen mal zeigen. Nehmen wir gleich mal hier den ersten. Wagen 11. Wagen 1 ist wahrscheinlich dann der am anderen Ende. Egal. Und zwar habe ich ein Update jetzt gefunden, womit ich die Wagen mit Zuglaufschildern ausrüsten kann. Die befinden sich dann in der Regel hier in dem Bereich und können per Slider eingebracht werden. Also hier über diese beweglichen Teile. Da hat man jetzt zum Beispiel hier den Städte-Express 11 Florenz. Von Dresden nach Berlin. Dann, das müsste jetzt, ja, Schwerin nach Berlin. Dann noch Rostock-Berlin. Und zu guter Letzt Gera über Leipzig nach Berlin. Übrigens, alle Städte-Express-Züge waren FDJ-Jugendobjekte. Tatsächlich würde ich auch bevorzugen hier den, das die Variante Nummer 4 eigentlich anzubringen. So, und selbst der Speisewagen hat sogar dieses Zuglaufschilder. Obwohl, ich hätte das auch über einen Kontaktpunkt machen können. Ich habe einen Kontaktpunkt in die Gleise gelegt. Wir haben gesagt, das soll die Achse ZLS 4 bewegen. Hätte auch funktioniert. So, jetzt haben wir wenigstens alle Zuglaufschilder. Dann kann ich mich ja dann mal weiter ans Bauen machen. Und zwar wollte ich die Straßenbahn ein bisschen umverlegen. Dazu muss ich jetzt erstmal die Straßenbahn runternehmen. Statt den Straßenbahngleisen kommt hier ein Fußweg daneben hin. Muss ich mal kurz überlegen, wie breit war der ungefähr? Das waren 42, 52, 10 Meter. Fußweg brauche ich hier nicht. Er fliegt weg. Das war das Berliner Pflaster. Brauche ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt normal Asphalt. 50 Meter lang. Natürlich höhenmäßig ein bisschen nach unten abgesenkt. Dann genau in der Mitte werden dann die Straßenbahngleise verlaufen. Also die Straße hat eine Breite von 3,5 Meter. Kopiere ich mir einfach mal schnell den Wert. Ich glaube, die Straßenbahngleise hatte ich 3 Meter auseinandergelegt. Ne? Wir haben hier keine Meterspur, wir haben eine normale. Also nehme ich Beton, Katzenkopfstein. Rillengleis wäre auch eine Idee. Würde mich jetzt. Das sind Beetpflaster. Wäre auch noch eine Idee. Einmal 50 Meter Gesamtlänge. 3 Meter hatte ich gesagt auseinander. 1,5. Legst du hier raus. Und jetzt brauche ich ein Fahrzeug, was ich hier in der Mitte stelle, damit ich sehen kann, ob das von der Breite her hinhaut. Ich werde das mit unterschiedlichen testen. Zuerst mal ein Klassiker, zumindest einen der
jetzt einfach mal nennen. Wartburg. Passt schon mal. Trabant 601. Passt auch von der Breite. Gut, ein bisschen breiteres. Nehmen wir mal einen Icarus. 66er passt auch ganz gut hin. Noch viel größeres Fahrzeug. Nehmen wir mal diesen Transporter hier. Passt auch. Und den Standard-LKW, der W50. Gut, können wir so lassen. Genehmigt. Das kann so bleiben. Jetzt einfach bloß noch die andere Straße. Da kann die mittlere Straße erstmal rausgenommen werden. Ich glaube, wenn ich jetzt hier sage, 10 Meter zur Seite, kommt er dem relativ nahe. Jetzt kann ich die Straßenbahngleise ja noch ein Stück absenken. Ich glaube, ich hatte da gesagt 12 cm. Das war zu niedrig. Passt genau. Da ist auch hier keine großartige Kante oder so. Ich meine, so sieht das doch schöner aus. Finde ich jetzt persönlich. Und das gesamte, den gesamten Spaß verlängere ich mal ein kleines Stückchen nach vorne. Genauso wie Straßen und Fußwege. Ich könnte es eventuell sogar noch ein bisschen kompakter bauen. Aber ich glaube nicht, dass sich das jetzt hier so lohnen würde. Und setze ich mal einen KT4D ein. Sozusagen. Erstmal auf die Straße gesetzt. Was ich aber noch suche, ist eigentlich so ein schöner, charakteristischer Sound, wenn die durch die Kurven fahren. Das ist Berlin. Ich suche eigentlich... Na schade. Ah ne, das waren die T6A5, glaube ich, hatten den Beiwagen. Also nicht die normalen, diese Gelenkzüge, sondern halt. Komm, kriegst du nochmal gleich eine Nummer drauf? Achtet eigentlich kaum jemand. Brauche ich nicht berichtigen, ich möchte das elektrifizieren. So. Und jetzt hier natürlich diesen Faden, der gefällt mir aber irgendwie nicht. Fahrleitung wieder runter. Mal sehen, habe ich da was Passendes? Fahrleitung würde nicht passen. Weil die haben ja in der Regel kein Führungsseil. Ich kann mich entsinnen, dass ich mal sowas hatte.
Stahldrahtzaun ist auch nicht. Ja, hab's. Meter lang, 15 cm in der Höhe und 3 Meter seitlichen Abstand zueinander. Ja, sieht genauso aus. Kann ich also auch den Standardverleitung nehmen. Also wusste ich jetzt nicht, ich habe gedacht, die sehen vielleicht ein bisschen schöner aus. Sind zu breit. 12 Meter dürften zu wenig sein. Ja, sind zu wenig. Einfach irgendwie. Na gut, ich könnte den Fußweg auf der anderen Seite noch ein bisschen verbreitern. Das würde natürlich gehen. So, und damit hätte ich eigentlich bis auf eine kleine höhenmäßige Anpassung schon mal ein bisschen was fertig. Zumindest was die Straßenbahn betrifft. Und das Gesamte werde ich dann noch verschieben. Weil das hatte ich ja schon mal jetzt mal gesagt, dass ich hier mit der Kante etwas in Konflikt geraten könnte. Deswegen muss ich das nochmal alles um 1,5 Meter nochmal verschieben. Aber so sieht es doch eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Eventuell halt noch die kleine höhenmäßige Anpassung, 0,05. Gut, können wir so behalten, minus 0,05 und minus 0,05. Jetzt zeigt hier natürlich so ein kleiner Fehler durch die Glastexturen. Da hat EEP so liebend gerne seine Macken. Deswegen setze ich da eher immer auf Modelle mit intransparenten Türen und Fenstern. Weil es dann halt nicht so durchscheint. Es hat ein Problem mit den Glastexturen. Ja, so sieht's. So aus der Blickrichtung geht's wiederum. Das ist manchmal echt verrückt. Gut, in dem Sinne, was ist aber erstmal von dieser Folge? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part von EEP.